Damit herzlich willkommen bei Empire Earth 2. Als erstes erstmal kurz die Einstellungen checken. Musik ein bisschen runter und den Sound ein bisschen runter. So, dürfte das reichen. Und dann spielen wir gleich mal Scharmützel. Das ist so ein Endlosspiel eigentlich. Nicht endlos, also bis alle tot sind. So. Ich spiele auf einfach. Ist jetzt nicht die einfachste, aber die, naja, weil ich noch nicht so erfahren im Spiel bin. Ich bin Deutschland und machen wir mal die hier, die Koreaner. Wir starten mit Epoche 2, weil ich 1 nicht so gut finde. Ist ein bisschen langweilig. Wir spielen Königsmord, bis der letzte, also bis ein König stirbt, dann ist die ganze Zivilisation ausgelöscht. Wir spielen bis 15, bis in die Zukunft. Ja, die Karte ist gigantisch, Mittelmeer. Und ja, würde ich mal sagen, fangen wir doch gleich schon mal an. Wir Deutschen haben einzigartige Einheiten, heißt Barbaren, Deutsch-Ordensrittern und den Jagdpanther. Das heißt, die drei Einheiten können nur wir rekrutieren. Dann haben wir Wunder, die nur die westliche Welt, glaube ich, hat. Also die Amerikaner haben sie auch. Parthenon, Brandenburger Tor und das Pentagon. Starten wir mal. Also wir fangen hier immer an mit einem Speer. Er kann halt erkunden. Dann unserem König. Und dann halt hier. Bauern. Die können Ressourcen... Okay. Ja. Abbauen, ja, bauen natürlich auch. Und dann hier halt unser, sag ich mal, Rathaus. Ein Stadtzentrum. Hier rekrutieren wir Bürger und Speer. Nur ein Speer reicht fürs Erste. So. Warten wir mal, wenn die anderen Bürger hier Ressourcen abbauen, die man hier sieht. So, also Gold, Stein, Eisen, er sammelt Holz. Was ist? So. Ja. Brauchen wir ein bisschen Holz. Was ist? Ich verstehe. Der König. Und er sammelt Nahrung. Was ist? So. Was ist? Er baut eine Universität. Die Universität produziert Technologiepunkte. Wenn man genügend Technologiepunkte hat, kann man hier etwas erforschen. Wenn man erforscht, dann färbt sich dieser Balken hier. Wenn er ganz voll ist, kann man eine Epoche hoch. Also ein Porstein. So, du baust da auch noch. Ja. Du auch, also hier kommen drei, deswegen... bauen wir mal drei, weil hier höchstens drei rein können. So. Und drei, jetzt machen sie hier halt. Oder forschen sie.
Und gleich haben wir den ersten Punkt. Bra. Na, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge.